Weiter geht es mit einer neuen mysteriös-ballastigen Folge Rock of Ages 3 Make and Break. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz balli-balli mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte verballerte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Leute, euer Support ist wichtig, denn jede Bewertung ist eine direkte Backpfeife für den alten Greis. Und wir werden ihn besiegen. Wir werden ihn besiegen, auch wenn der Mann, ja, ein schweres Suchtproblem hat. Ein sehr, sehr schweres Suchtproblem. Ich meine, der spielt ja nichts anderes mehr. Er hat gesagt, es wird sein Leben. Er hat gesagt, Rock of Ages wäre sein Leben. Und alles, was er dafür tun will, ist mich zerstören. Aber ich habe ihm gesagt, Alter, auch wenn ich hier nicht den ganzen Tag spielen kann, wirst du trotzdem keine Chance gegen mich haben. Weil ich eben das Herz der Bälle auf meiner Seite habe. No! Oh, Glück gehabt. Alter, auf einmal waren der Äpfel im Baum. Aus dem Nichts. Hier muss man wirklich sehr vorausschauend fahren. Bis jetzt sehe ich auch noch keine einzige Abkürzung. Oh, Vorsicht! Indien, Mann. Da ist die Musik halt wirklich on point, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel wir Zeit haben für Rekord. Zündschnur sieht noch gut aus. Wow! Wow! Nein! Oh Mann, das wär's gewesen, Alter. Ich glaube, jetzt kann ich schon vergessen. Wir rollen aber trotzdem mal rein. Nur um zu wissen, was die Zeit ist, aber... Ich glaube, das ist die Abkürzung, die du nehmen musst, wenn du hier Gold haben willst. Ich meine, vielleicht haben wir ja noch super Glück und kriegen noch Gold. Keine Ahnung. Aber ich glaube es nicht. So, und hier runterbremst und... Nein! Okay, 1,30. Nee! Gibt's nicht. Ich will das hinkriegen. Boah, wieder ganz knapp. Einlenken. Der war gut. Der ist halt so tricky, dieser Sprung. Boah, hier landest du halt immer voll drin und verlierst halt wertvolle Sekunden. Zack, schon habe ich 2-3 Sekunden verloren. Achtung. Der war nicht schlecht. Ich glaube, hier habe ich eben gerade wieder 1-2 Sekunden besser gemacht. Alter. Ja, ja, ja. Ist nicht übel. Kann man machen, kann man machen. Rüber mit uns. Direkt hier einlenken. Gut gemacht. Man darf gar nicht springen. Zu viel Speed ist nämlich auch nicht gut. Weil sonst klopft es sich wieder nach draußen. Dann bist du auch erledigt. So, und jetzt kommt die Ultrastelle. Da ist sie. Hep. Hep. Komm schon! Okay, okay. Gut, 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 gut. Und jetzt langsam, langsam. Sonst hebst du dich ab und versaust es auch. Wow. Wow. Hui. Das war eine Nummer, Freunde. Das war eine Nummer. So, ich brauch... 50% Gesundheit beim Burgtor. Alter, die indischen Götter wollen mich. Es sind so viele. Oh Mann, das wird eine miese Nummer, Freunde. Und es war ziemlich abgedreht. So stelle ich mir die Götter vor. Genau so. Permanent im Konflikt. Also, was nehme ich denn?
glaube, ich nehme mal wieder meine gute alte Donnerfaust. Obwohl, nein, wir nehmen... Wir nehmen den Löwen. Und wir können eh quasi alles mitnehmen. Alles klar, legen wir so los, oder? Jo. Gut, schauen wir mal. Erstmal brauchen wir natürlich jede Menge Gold. So. Gut, Friend. Hier startet mein Freund. Moment. Hier startet mein Freund. Alles klar. Okay, hier ist eine fiese Stelle. Die kann ich ihm eigentlich ganz gut mitgeben. So. Hier nochmal ein Bulle. Na, ich glaube, hier landet er im Gebäude, ne? So. So, dann jumpt er hier hin. Hier brauche ich noch einen Bullen. Und so ein und los. Was spielt er denn? Och nein, er spielt doch noch den übelsten Ball von allen. Er spielt den verdammten Lava-Ball. Gott, das wird so mies. Und leidet er schon? Nö. Oh Gott, der Lava-Ball ist so hart unfair, weil der muss mich ja nur einmal berühren. Das Tor ist schon halb kaputt. Alter, was hat der hier alles? Windmühlen, Elefanten, Kühe. Fies. Sehr, sehr fies. Er hat meinen Elefanten gekillt, ne? Er hat meinen verdammten Elefant ermordet. 200 Damage. No way, Alter. No way, Jose. Ja, der ist durch. Ja, der ist durch. Klar, hau mir das noch weg. Boah, der Lavaball ist so heftig. Im Endeffekt müsste ich ihn jetzt zerstören, wenn ich eine Chance haben will. Warte mal. So. Ich brauche mehr Defense. Ich habe einfach noch nicht so wirklich viele krasse Sachen. Na gut, räumen wir mal los. Er hat halt sau viel Zeug. Wahnsinn. Ah, ich kann mich ja nicht mal bewegen. Au. Fies, Alter. Fies. Richtig fies. Kommt schon, slowt den doch aus. Was ist das denn für ein Sprung? Was ist das denn für ein Sprung gewesen? Zwei Sterne kann ich vergessen. Macht er mir den Bullen kalt. Achtung, hier ist eine Windmühle. So. Hier. Ich habe einfach noch nicht so wirklich coole Tactic-Units. Oh, und da ist die nächste Windmühle. Die muss weg. Dieser Assi. Dieser... Ich
nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Ich wünschte, ich hätte Windmühlen. Würde mein Leben deutlich erleichtern. So, ich bin durch. Ich bin froh, wenn ich es überhaupt gewinne. Auf einmal drehen die hier voll auf. Er hat noch so viel Leben. Nee, der kommt durch, der kommt durch. Also zwei Sterne kann ich schon mal knicken. So, hier nochmal alles hinsetzen. Mieser, fieser Typ, ey. Hier nochmal so einer. So. So. Alles klar. Also gewinnen tun wir es. Das Problem ist, wir kriegen keine zwei Sterne. Dafür hätte ich ihn einmal zerlegen müssen. Einmal hätten wir ihn dafür zerlegen müssen. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann nochmal machen. Wenn die zwei Sterne holen. Ja, komm. Oh nein, nein, nein. Oh, wieder hier. Wenn du da nicht mit Schwung drauf kommst. Ey, der gewinnt den Scheiß jetzt auch noch. Der gewinnt den Scheiß auch noch. Der geht hier durch, als wär's nix. Ja, auf einmal ist die KI gut, ne? Achtung! So, hier rüber. Die Kuh ist heilig! Wie kannst du die als Waffe missbrauchen? Da kommt ja der Killerball. Schön rein hier. Holy Scheit! Okay, er hat schon mal nicht gewonnen. Aber trotzdem. 50% Energie war leider nicht drin. Ah, Sieg, aber nur einen Stern. Nur einen Stern. Jetzt fehlt mir hier einer. Naja, den holen wir uns noch. Den holen wir uns noch. Wir brauchen nur mehr Einheiten. Wir brauchen nur mehr Einheiten. Oh, den habe ich einfach so bekommen, den Nah. Was haben wir hier? Die Mongolen. Die Mongolen sind zurück. Nicht nur in Ghost of Tsushima, sondern auch hier. Na gut, ich nehme meine Donnerfaust. I play the Faust. Alles klar, hier gibt es dicke Canoes, oder wie? Wie jetzt? Er kann schon los. Ah, er hat einen Teerball. Das ist nicht gut, dass er einen Teerball hat. Das ist ganz und gar nicht gut. Toll. Ich glaube, der hat schon gewonnen. Was ist das hier? Ah, das ist meine Strecke. Ich dachte, ich könnte hier abkürzen. Jetzt habe ich gesehen, es ist blau. Okay, ich muss nur vor ihm rein. Also brauche ich eigentlich wieder eine Kuh. Ich dachte, er hätte irgendwas Kräftigeres, aber hat er nicht. Nein, 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 nein. Oh, er rollt schon auf mein Tor zu. Jetzt zerlegt er meine Kanonen. Da hinten ist mein Tor. Okay, da brauchst du den schnellsten Ball. Yo, er nutzt einen Teerball. Ey, die KI. Die hat alle schmutzigen Tricks drauf. Alle. Ja, schön. Schön. Genghis Khan. Jingo Man. Da komme ich eben mit einem noch schnelleren Ball. So, hier was hin. Hier, hier, hier. Keine Zeit. Keine Zeit. Der ist schon on the road. So schnell kannst du ja nicht mal bauen. Oh, oh, nein, 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 nein,
Ach, er ist noch gar nicht on the road. Au! Alter, die Kanonen sitzen aber hier böse. Okay, das ist schon mal very nice. Jetzt muss ich nur noch lebend durchkommen. Ich darf nichts mehr berühren. Ich... Oh Gott. Die hat ja so viel gebaut. Alter! Was? Ey, was sind das für Sniper? Gott, Kanonen. Nein! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du hast nichts mehr an Leben. Du hast nichts mehr. Lass mich in Ruhe, Kanone. Ja. Jetzt schießt mich die Kanone kaputt. Was zur Hölle? Nein! Oh, großer Gott! Alter, oh Gott! Ich glaub das nicht. Ich... Alter, ich glaub das nicht. ich muss ein bisschen Verteidigung platzieren. Überall so ein... Ey, hier ist ja die ganze Karte schon kaputt. Man kann 10 Feuerwerk... Ach, gegen andere glaube ich auch nur 10. Oh, er kommt mit einem Big Metal Ball. Ja, Damage ist egal. Ich will einfach nur ihn ausbremsen. Oh, der Metal Ball ist auch ziemlich quick. So, die Kanonen schießen. Was? Ey. Er hat aber auch ein Timing mit seinen Kanonen. Und er ist vor mir. Er ist ungelogen vor mir. Ich glaube das alles nicht, was hier in dieser Kampagne passiert. Ich kann so schnell nicht bauen. Er ist schon bei der Brücke. Nein. Ja. Das gibt's nicht. Oh, hätte mich die Kanone nicht abgeschossen. So schnell kann einfach niemand bauen. Ich roll einfach los. Ich brauche nur ein bisschen mehr Zeit. Gerade weil einfach schneller durch als ich. Komm schon, ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen Zeit gewonnen. Alles klar, wir kürzen hier ab. Er hat den Lavaball. Was ich halt krass finde, dass die Kanonen sogar... Okay, eben bin ich drüber, dass sie mich auch so ab und zu treffen. Ey, dieses Slowdown durchs Feuerwerk. Genghis. Nein! Er kommt angerollt. Hau mich doch rein. Komm in die Gänge. Komm in die... Ein Fehler, ne? Ein verdammter Fehler. Du bist so am Po. Jetzt aber komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Er ist vor mir, oder? Nein, er ist nicht vor mir. Was? Wie hat er so ein Speed aufgebaut? Moment, wie? Hä? Sein Ball wurde zerstört? Er ist zersprungen. Er ist zersprungen. Am Heu. Alter, ich glaub das nicht. Drama. Das war Drama. Oh Gott, die Kampagne, Leute. Die Kampagne. Hey, ich muss duschen gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das macht mich fertig. Bis zum nächsten Mal und tschüss.